Alles, was mir früher Halt gegeben hat, ist weg. Unsere Tochter war ein klassisches Uppsala. Wobei, wir hätten noch besser verhüten können. Wir haben nicht alles gegeben, weil es war ziemlich wild. Und ja. Es ist halt passiert. So wie sowas halt passiert. Irgendwann kam der Tag, an dem ich aufgewacht bin und ich wusste, dass etwas ist. Ich wusste, dass sich etwas verändert hat. Während ich den Flur entlang lief, um die Oberärztin zu wecken, murmelte ich, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die Kollegin hat sich echt bemüht, ruhig zu bleiben. Aber wenn eine erfahrene Hebamme schon den Herzton nicht findet? Ich bin einfach sitzen geblieben. Ich habe nicht rumgeschrien, sondern habe über Motten nachgedacht.